Themen ist auch die Einzige. Okay. Wunderbar, sehr schön. Also, ich freue mich sehr. Webmontag Nummer 10. Ja. Bam, gut gemacht. Weiter so. Ja. Ich bin Tim Kasko, der ein oder andere kennt mich schon. Und heute bin ich nicht in eigener Sache hier, sondern als TEDx-Botschafter. Eigentlich muss man sagen, als TEDx-Rhein-Main-Botschafter. Ich weiß jetzt nicht, dazu muss ich eine kleine Umfrage machen. Wer hat schon von TED gehört? Kurz mal die Hand hoch. Cool, großartig. Wer hat es im Netz geguckt? Auch gut. Wer war schon mal live dabei? Von ihm weiß ich es. Okay. Also da hoffe ich mal, dass ich die nächsten von euch bald live sehen kann. TED heißt oder hieß am Anfang Technology, Entertainment and Design. Die Felder sind so groß geworden, dass man mittlerweile alles darunter versteht. Also es gibt dann TED Kids, es gibt dann TED Education, es gibt dann TED dies, TED das. Also es ist wirklich das ganze Leben, alles was man sich fragen kann, ist abgedeckt. Und das sind weltweite Events, wo Talks gehalten werden, im ganzen Non-Profit sowieso. Und das Angenehme ist, die Talks sind immer unter 18 Minuten. Manche sind nur 5 Minuten lang, was so ganz kurz und manchmal ganz erhellend sein kann. Und gestartet hat das Ganze immerhin vor, oh Gott, 1984 in Kalifornien. Ja, das ist ja fast noch vor dem Internet. Aber ab 2006 gibt es dann die Online-Videos, was es sehr verbreitet hat. Und seit 2009 auch mit Untertiteln, teilweise bis zu 70 Sprachen. Also das ist großartig. Was es natürlich ganz angenehm macht. Und TEDx Rhein-Main, das X steht für den kleinen Independent-Ableger. Das sind wir. Ja. Und wir machen natürlich auch unsere Sachen. Und zwar TEDx Rhein-Main gibt es seit 2010. Auch nicht so schlecht. Seitdem gab es 9 große Events. Wir stehen jetzt kurz vor dem 10. Auch der 10. Yeah! Und ich will es auch nachher noch einen kleinen Ausblick geben über was dieses Jahr kommt von TEDx Rhein-Main. Das Credo von TED ist Ideas Worth Spreading, also Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden. Und das Schöne daran ist, eine Idee, es gibt ganz wenige Sachen, die so funktionieren, aber wenn ich eine Idee mit euch teile, dann wird sie nicht kleiner, sondern sie wird größer. Ja? Das gibt vielleicht noch Liebe wird größer, Spaß wird größer, wenn ich ihn teile, Sex wird auch besser, wenn ich ihn mit anderen mache. Also es gibt so, nur so ein paar Sachen, die so funktionieren. Und mittlerweile haben schon wirklich unglaublich viele Leute die Ideen geteilt. Es sind ganz, ganz viele berühmte Namen, darunter auch ganz viele Unbekannte. Es kommt auch nicht auf den Namen drauf an, sondern es kommt auf die Idee drauf an, die verteilt wird. Und ich kann nur sagen, man muss einfach mal reinschauen, ein bisschen scrollen und gucken. Und irgendwo findet sich was für einen. Irgendwo findet sich was inspirierend ist. Und zum Beispiel mein allererster inspirierender Talk war von Clifford Stoll. Hab ich in die falsche Richtung gedrückt? Nein, oder? Ach, man muss irgendwo hinzeigen. Ja, Clifford Stoll. Ein total ausgeklärter Typ. Ganz großes Brain aus Amerika. Einer der ersten, der die ersten Hacker hochgenommen hat. Und er selbst ist, glaube ich, Physiker und hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das Möbiusband was sagt, diese eigentliche Kinderbastelei, wo man ein Papierband zusammenfügt und dann ist es eine Fläche, die nur eine Seite hat, physikalisch unmöglich oder praktisch dann doch. Dieser Mann macht Glasflaschen nach dem Möbiuschen Prinzip. Das heißt, die Flasche hat nur eine Seite und dürfte keine Flüssigkeit halten können, tut sie aber doch. So wie kaufe ich mir demnächst. Und Joe Smith, auch großartig, ganz kurz der Talk über Papierhandtücher, wie man die gut benutzt, wenn man sie richtig benutzt. Und ich glaube, seitdem habe ich 3 oder 4 Bäume gerettet, Minimum. Ja. Malcolm Gladwell über Spaghetti-Soße, ganz wichtig für BWLer oder Marketing-Leute. Ja, der hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen noch ein paar die Bücher von ihm, die muss man auch gelesen haben, also wenn man Marketing oder BWL macht. Und erklärt ganz wunderbar an Spaghetti-Soße, wie Menschen den Markt erfahren und wie man gute Sachen verkaufen kann. Oder Gary Tulley, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, ich glaube, so ein nordischer Typ, hat eine Tinker School aufgemacht. Der hat einmal im Jahr eine Woche mit Kindern, und zwar mit Vorschulkindern,
gebastelt. Aber nicht gebastelt, wie wir es hier so kennen, sondern gebastelt mit Power Tools. Das heißt Kreissägen, Stichsägen, lauter so Zeugs. Ja. Seitdem nehme ich das auch mit zu meinen Patenkindern. Die Eltern haben ein bisschen Angst, aber ich habe es gemerkt, den Kindern gefällt das. Und das ist wirklich eine gute Sache. Und ganz großartig, Arthur Benjamin hat einen kleinen 5-Minuten Talk über Fibonacci-Zahlen. Ich kann nichts sagen, hat mir auch vorher nichts gesagt. Ich kann nur sagen, hätte ich einen solchen Mathelehrer gehabt, hätte ich keine 6 gehabt im Mathe. Vielleicht eine 5, aber keine 6. Ja. Also das sind so ein paar Namen, die ich gesehen habe, die ich großartig fand, die ich empfehlen kann, sich anzuschauen. Ansonsten muss ich sagen, geht einfach nur mal selbst surfen, was da so los ist. Oder zum Beispiel das letzte Event, FedEx Rhein-Main Rocket Mines in Darmstadt bei der ESA. Da hatten wir, ich wollte es kaum glauben, Gernot Römer, das ist der Chefastronaut des österreichischen Astronautprogramms. Ich wusste erst nicht, dass Österreich Astronautprogramm hat. Das Tolle war, der Typ hat so lebendig davon erzählt, von ihrem Mars-Training, was sie abhalten, dass man selber fast am liebsten mitfliegen möchte. Und auch gut war Marco Durante, der ganz großartig hat über Strahlung erzählt und hat diese wie soll ich sagen, sehr komplizierte Sachen ganz leicht gemacht mit einfach ein paar Pappfiguren aus dem Marvel-Universum, wie hier dem Hulk oder den Fantastischen Vier, die halt durch Strahlung verstrahlt worden sind und sich verändert haben. Wenn jemand mitmachen möchte, wir brauchen immer Leute, wir brauchen alles Mögliche, wir brauchen Blogger, wir suchen nach Leuten, die gerne mal eine Bühne einrichten, ihr könnt, weiß ich nicht, Coaches für Speaker, alles Mögliche. Ihr müsst einfach nur gucken auf unsere Homepage, tenexrheinmain.de, Twitter oder Facebook, oder ihr guckt auch einmal auf TED.com, einfach nur für die Inspiration. Wir können wirklich alles brauchen. Ja? Also, und ich sage euch, nach diesem Event in Rhein-Main, das ist schwer zu vermitteln. Wir haben rumgemacht, ein halbes Jahr. Und an dem Abend dann, wenn 400 Leute weggehen mit einem breiten Grinsen, weiß man, was man getan hat. Das ist großartig. Das ist unglaublich geil. Diese Erfahrung kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Ich wollte euch einen kleinen Ausblick geben über TEDx Rhein-Main, was wir dieses Jahr machen. Im April, hallo Jutz, Lutz wurde, im April wird es geben, hier in der AFIP, einen TEDx Rhein-Main-Salon mit dem Titel Neue Heimat. Wir werden hauptsächlich diesen ausgelatschten Begriff von Nachhaltigkeit demontieren und neu zusammensetzen. Was bleibt, wenn sich alles ändert? Was kommt nach der Zukunft? Und wir werden Macher und Macherinnen präsentieren und Denker und Denkerinnen, die uns vielleicht ein paar Antworten aufgeben können. Genauso im Frühjahr 2015 gibt es ein neues Format, das ist das TEDx Adventure. Gab es bisher in Deutschland noch nicht. Da geht es ein bisschen mehr um die Hands-on-Geschichte. Das heißt, es gibt nur einen Redner, ein Thema und dann wird selber angegriffen. Ja. Wir werden das erste machen mit einem alten Kollegen, dem Bomber, dem Graffiti-Künstler hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, der auch schon mal auf einer TEDx geredet hat. Das heißt, er wird einen kleinen Talk halten und dann werden 20 oder 40 Leute schön zu den Sprühdosen greifen und ein bisschen Graffiti machen. So wie hier, was er damals gemacht hat für seinen eigenen Talk, glaube ich, zum Beispiel auf Umzugsboxen, die wurden, glaube ich, dann auch nachher verkauft, beziehungsweise waren die Deko für den Bühnenauftritt. Ja, also TEDx Adventure mit Helga Bombe-Steinmann, jeder, der mal gerne Sprühdose offiziell und legal in die Hand nehmen möchte, ein bisschen ins Internet beobachten. Ja. Und jetzt, was alles, das läuft schon und das ist vielleicht interessant für einige Leute hier, ich weiß nicht genau, wie die Lage so ist, für die ganzen Data-Slingers und Techies und Programmers und sowas, das ist Datanauts. Und zwar, wir dekodieren die Zukunft. Auch das wird in TEDx Rhein-Main Salon werden. Erst viel später, aber er fängt jetzt schon an, weil man kann schon mitmachen. Es geht schon darum, wenn ihr Ideen habt, die irgendwie zu tun haben mit Open Data, ja,
irgendwas, eine App, eine Idee, ein Programm, ein, weiß ich, eine Weltverbesserung, dann könnt ihr die zu dem Contest schicken, schon einschicken und mitmachen. Das wird von einem Gremium bewertet und die 10 Besten kommen dann in einen Develop-Workshop, wo Minimum 5 davon wirklich bis zu einem Prototyp gebracht werden. Und einer von diesen 10 wird der Gewinner sein und wird dann auf dem Datanauts selber einen Talk halten über sein Ding, was er da gemacht hat und das vorstellen können. Das Ganze findet ihr, ich meine, wer weiß ich, wer hier unter uns sitzt, wer das sein könnte, das Ganze findet ihr unter datanauts.org. So, yeah, and now to something completely different. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das ist lange her, von Saturday Night Live, sagt euch sicher was, diese Schmiede, aus der praktisch alle amerikanischen Comedians kommen. Die haben so kleine Sketche und so. Und da gab es, ich glaube, es war 2000, gab es den Meets More Cowboy Sketch. Und zwar sehen wir eine Band, soll Blue Öster Kult sein. Wir haben da den größten von denen, Will Ferrell, in dem ist der TV-Haus, egal, Will Ferrell. Also, die Jungs sollen einen Song aufnehmen, The Big Reaper oder so ähnlich, ich bin kein Blue Öster Kult Fan. Und Will Ferrell spielt die Kuhglocke. Ja, und dann gibt es als Producer, kommt dazu Christopher Walken, der, ich weiß nicht, wer ihn schon im Original gehört hat, teilweise sehr komisch redet, was, glaube ich, die Amerikaner sehr, sehr lieben. Und er erzählt ihnen immer, okay, also ihr müsst diesen Song so und so aufnehmen und, wichtig, ich brauche Cowbell. Ja? Also ich brauche Kuhglocke oder ich brauche komisches Fenster im Bild. Aber, ja. Ich habe nichts getan. Ich kann aber, wenn du möchtest. Okay, also Christopher Walken kommt rein. Die Jungs fangen an zu spielen. Der Typ auf seine Cowboy. Und ich weiß nicht, ob euch Cowboy richtig was sagt. Ich habe mir natürlich als guter Netzbürger, nachdem das. Hier, Kuhglocke, klar, die Form so ungefähr, ja. Und das ist jetzt eine kleine, die macht ziemlich Trieb bei dem Song, ja, aber sie macht auch, die ist auch laut. Nur damit ihr hier die Vorstellung habt, wie das ungefähr klingt. Also, Steve Carell spielt die Kuhglocke, er kommt immer wieder rein und sagt, nein, ey, wir brauchen mehr Kuhglocke, ja. Wir lieben auch Cowboy. Und die ganze Band ist schon ganz, weil er hat sich einen abgeklopft, die ganze Band ist schon frustriert und geht immer mehr ab, ja, geht immer mehr ab und natürlich, was passiert ist, Christopher Walken kommt wieder rein und sagt, I need more cowbell, ja, er sagt, I've got a fever and the only cure is more cowbell, so, und die Band weiß schon nicht mehr, wo sie hin will und das Ganze ist so ein Screwball-Ding und hört nicht mehr auf. Also es wird immer nur noch wilder. Ja, ich glaube, sie kamen auch aus dem Sketch nicht raus, weil sie haben dann einfach einen Freeze-Frame gemacht und abgeblendet. So, das war der Needs More Cowboy-Sketch. Und erstaunlicherweise, der Sketch war ganz süß. Ja, wenn man Will Ferrell mag, okay. Wenn man nicht mag, dann geht es schon wieder hinten runter. Der war ganz süß, aber gar nicht so wahnsinnig gut. Trotzdem wurde aus dem dann die Needs More Cowboy-Meme. Ein Riesenhype geworden. Ja, auf einmal war We Need More Cowbell war das neue Where's the Beef? Ja, und dann gab es zum Beispiel den More Cowbell DJ. Da konnte man seine eigenen Songs hochladen, ja, ein bisschen Cowbell einmischen, auch ein bisschen Christopher Walken, was ich sehr gut finde. Ja, und schon hat man egal welchen Song von seiner Festplatte mit Cowbell versetzt. Da gab es einige Seiten von und natürlich kam dann auch
eine App, nicht nur eine App, sondern noch eine andere App, ja, noch besser, dann noch eine App, die hat dann schon was gekostet. Dann frage ich mich auch, wenn schon zwei oben sonst draußen sind, auch noch einer auf dem Markt bricht, die was kostet. Und hier haben wir die, glaube ich, beste. Und wie gesagt, ich habe mir natürlich als guter Internetbürger auch eine Cowbell gekauft, um damit zu machen. Und das war eine ganz schöne App, weil sie hat einen verschiedene Instrumente benutzen lassen. Oh, ja. Ja, die anderen haben jetzt keine gemacht, die kennt ihr alle noch aus dem Kindergarten. Sondern ich habe mitgebracht einen Shaker. Ja. Im Bild sieht man zwar Maracas, aber tut sich nichts. Also Shaker. Shaker viel angenehmer, weil ihr habt vorhin die Cowboy gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied noch mal braucht. Rockt sehr, aber irgendwie doch unangenehm. Ja? Also, Shaker, ganz andere Geschichte. Deswegen kann ich diese App wirklich empfehlen. Und, ich sage nur, ich need some more Shaker. Ja? So, schütteln, aber wie? Es ist einfach. Eure Schulter, der Ellenbogen und der Shaker sollen ein V bilden. Ja? Du machst schnell so. Das ist so der Grundmove. Ja? Man kann natürlich dann irgendwie noch nach oben und zur Seite machen und dann gibt es andere Akzente. Und für Akzente, ganz interessantes Ding. Ich habe einen anderen mitgebracht. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, so kleine Eierschäden. Ja, viel praktischer für die Hand und die Hosentasche. Und zum Beispiel bei dem wirkt sich schon, wer auch in die Hand rumtut oder nicht. Ja, also da ist ein schöner Akzent ist mit der offenen Hand. Ja, zum Beispiel. So, und bei den Stecker, das ist auch, man kann auch klatschen, ne? Das heißt man so. Fiel mir auf, dass Musik ist irgendwie die einfachste Sache, beziehungsweise Rhythmus ist die einfachste Form von Musik und begleitet die Menschen von Anfang an. Im letzten Sinne wahnsinnig interessanten Podcast gehört von Albrecht Beutelsbacher, der meinte, dass wahrscheinlich Rhythmus die erste Form von Zählen war. Wenn man sich vorstellt, dass unser Freund, der Neandertaler Gronkh, seinen ersten Schritt macht, der erste Schritt geht noch, der erste Schritt ist nur ein Schritt, da passiert noch nichts. Ab dem zweiten Schritt hat man Rhythmus. Ja? Das ist 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann kam eine große Revolution, die 3. Die 3 ist super. Ja, wirklich, die 3 war in Sachen Zählen, für die menschliche Entwicklung, ein Riesensprung. 1, 2, 3. Und dann kam die Musik ja 1, 2, 3, 4. Ja? Also, Rhythmus war eine große Sache. Ich meine, jeder weiß, Lebensrhythmus. Atmen, einatmen, ausatmen. Ja? Tag und Nacht. Genauso ein Rhythmus. Erde, Flug, rauf, runter. Ich meine, das Ding ist. Das ist wirklich, das kann man lange treiben. Und wir werden es auch treiben, bis wir sterben. So, und ich sehe auch, ich frage heimlich, insgeheim, warum erträgt mir das Kind diesen Scheiß? Nun, es ist einfach. Ja, seitdem ich diesen scheiß kleinen Eierschäker im Auto habe, macht mir Musik mehr Spaß. Ich stehe an der Ampel und fange an, mich zu schämen. Ich mache jeden Song im Radio ein bisschen besser. Ein bisschen shaken. Ja. Und, hoppla. Das ist interessant. Der Links liegt natürlich nicht so gut.
Jedes Mal ist sehr wichtig. Jedes Bein halt still, dass einer für euch ist und ein geht ihr bitte weiter, dass irgendjemand, von dem ihr glaubt, dass Fetzen gefallen wird. Ja? Also, und wie Gott Schlitz früher gesagt hat, shake your mind and your ass will follow. Danke.